Wir haben 3 Tage von morgens bis abends gebloggt. Hör einfach auf. Nice, das Kochen hat sich gelohnt. Ich bin im Stimmbruch. Let's go. Tom, erzähl uns noch mal, was gerade passiert ist. Was gerade passiert ist, ich sitze hier seit einer Stunde und suche nach dem Videomaterial von unseren letzten 3 Vlogs. Einfach alles, was ich mit der Kamera aufgenommen habe, ist weg. Ich habe hier noch so ein paar Handyvideos, aber alles ist einfach Kameraordner leer. Leute, wir haben 3 Tage von morgens bis abends gebloggt. Und das ganze Material ist weg. Nein, aber ich kann wirklich heulen, weil es ist, guck mal, hier sind nur noch so ein paar Handyvideos. Das hatten wir auch noch nicht oft, ne? Ich weiß nicht, was passiert ist hier. Wir haben so coole Sachen gemacht. Wir haben halt diesen Pool aufgebaut. Ich habe Hella geprankt mit diesem Wasserschlauch. Oh, sieht man das? Das war wirklich cool. Das ist jetzt halt schon eine Woche her. Wir wollten ja heute dann den nächsten Vlog posten und den schneiden. Aber nein, es ist weg. Und jetzt, Leute, ich kann euch zeigen, was wir Cooles gemacht haben. Schaut es euch an. Wir haben einfach noch diesen Pool aufgebaut. Der ist jetzt schon mittlerweile dreckig, weil das schon eine Woche her ist. Wir sind jetzt schon längst wieder negativ. Uns geht's wieder gut. Wir leben wieder unser normales Leben. Aber die letzten 3 Corona-Vlogs sind irgendwie verschwunden. Oh, das ist so ätzend. Aber Tom ist ja übrigens in den Pool mittlerweile reingesprungen. Guck mal, das hat sich jetzt gar nicht gelohnt. Wir haben nämlich gewettet wegen den Tests. Ich meinte, Hella ist noch positiv. Sie meinte, sie ist negativ. Und ich war verloren. Negativ. Und dann haben wir gesagt, der Verlierer muss mit Klamotten im Pool springen. Ich bin von dieser Fensterbank in den Pool gesprungen. In diesen so flachen Pool. Und das ganze Material ist weg. Oh. Leute. Naja. Aber ich würde sagen, wir müssen nicht traurig sein. Wir vloggen heute einfach den ganzen Tag mit, oder? Was machen wir denn heute, Hella? Ich würde sagen, als allererstes fahren wir jetzt zu meiner Mom. Weil die hatte ja vor 2 Tagen Geburtstag. Den Hella übrigens vergessen hat, den Geburtstag. Ja. Upsi an dieser Stelle. Genau, und frühstücken da jetzt. Meine Schwester besorgt was zum Essen. Und wir düsen da jetzt einfach mal schnell hin. Wann sollen wir da sein? Jetzt. Da müssen wir, ich hab halt... Oh Mann! Ich kann mich so drüber aufregen. Ja, das bringt jetzt auch nichts. Ich muss mich halt noch fertig machen, Hella. Guck mal, wie ich aussehe. Ich hab dein T-Shirt an, was viel, viel zu klein ist. Es ist dir halt nicht zu klein und das... Natürlich. Gib mir Bedenken. Übrigens, unser Haus, ein kleines Update, sieht einfach wieder komplett schlimm aus. Also, man dachte, wir werden jetzt ordentlich... Oh, die Küche sieht ja noch einigermaßen gut aus. Ja, aber was ist das? Oh mein Gott, was ist mit unserem Haus passiert? Es sah so gut aus. Innerhalb von einer Woche. Es sah Vergangenheit. Let's go, Beeilung. 20 Minuten später. Hallo, Kiwi. Hallo, Konrad. Na? Hallo, ihr zwei. Na? Na, Kiwi? Na, wie sieht's aus? Huge. Oh mein Gott, Tom hat Brüste bekommen. Die kann man sogar essen, Konrad. Das ist ja nice. Hast du dich erkältet? Ich bin im Stimmbruch. Hallo. Wir sind jetzt fertig mit dem Frühstück. Es war sehr köstlich. Und jetzt fahren wir in den Stall, oder? Ich bin so satt einfach. Ich wollte gerade sagen, dass ich voll gefressen bin. Das ist halt das Geilste, wenn man so viel zu frühstücken hat und sich dann richtig den Magen vollschlägt. Und jetzt ist es so heiß schon wieder. Ich spring heute nochmal mit Anziehsachen in den Pool für euch. Weil das ist eine gute Idee. Wir fahren jetzt erstmal zum Stall. Was willst du beim Stall? Es ist 30 die Grad. Die Pferde reinholen vor der Mittagshitze. Das ist ja furchtbar. Ah. Ein paar Sekunden später. Ein Schaf. War das auch auf der Weide? Eine Schafsweide? Ja, genau. Was haben die Pferde denn da gemacht? Schafe und die Pferde stehen zusammen bei uns. Oh, krass. Und jetzt gehen wir Gassi mit dem Schaf. We are back at the stable. Now. And this horse wants to go in the box. Warte doch, ich muss noch deinen Halfter machen. Stopp. So, guten Appetit. Wer geht mit Schlappen in Stall? Eine Person, die Schmerzen an ihrem Zeh hat, Leute. Was hast du denn gemacht? Dieser Zeh tut so weh. Schon seit gestern, und das ist echt merkwürdig, sonst würde ich auch so nie in den Stall gehen. Aber heute muss es sein. So, dann trag den Sack doch jetzt mal. Wie viele Kilo sind das, Hella? Ich weiß es nicht. 10? Safe mehr, 10 Kilo. Das ist so schwer. Ich weiß nicht, wie der Weihnachtsmann das jedes Jahr macht, aber... Für den könnte ich nicht arbeiten. Wie kann Gollum das alles essen? Ich glaube, du bist einfach schwach. Schwach. Let's go. Wie schaffst du das alleine? Ja, das frage ich mich auch jedes Mal. So, Gollum, weg da. Oh Gott. Mein schönes Outfit. Zu Hause angekommen, gönne ich mir erstmal den besten Snack, den es auf dieser Welt gibt. Schaut es euch an. Gefrorene Weintrauben. Einfach das Geilste. Hella, willst du auch gefrorene Weintrauben? Und schaut euch mal an, was ich mir hier für ein Spielzeug gekauft habe. Also das hier ist ja die Kamera, mit der wir die meisten Videos auf Hellas Kanal filmen. Und jetzt haben wir hier so ein Bildschirm, ich mach den mal an. Tada, und jetzt kann man halt immer sehen, was die Kamera filmt in groß. Und vor allen Dingen, wenn man sich selber filmt, wir drehen ja auch manchmal Videos, wo wir beide drauf sind,
Dann kann man das nämlich umdrehen und sieht sich selber. Wartet mal. Da bin ich. Ist halt mega praktisch. Ganz viele fragen immer, ob Hella auch mal schlechte Laune hat. Und heute ist so ein Tag, da hat sie nicht 100% gute Laune. Das ist selten, aber sie hat halt ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, und hier habe ich Schmerzen an dem Fuß. Überall Schmerzen. Arme Hella. Hier, zum Kühlen von innen. Weil Leute, noch eine Sache, die wir gemacht haben, als wir gebloggt haben, die Videos, die ja jetzt weg sind. Wir haben den Grill ausgetestet und haben das erste Mal gegrillt. Und eins meiner Grillroste oder unser Grillroste war leider kaputt. Direkt nach dem Kauf, deswegen. Jedenfalls habe ich jetzt Ersatzteile zugeschickt bekommen, weil die von Anfang an kaputt waren, diese Grillroste. Ah, genau das Teil habe ich gemacht. So, in dem Zuge können wir jetzt mal nach draußen gehen, dann gucken wir uns den Pool mal etwas genauer an. Ich habe eine Badehose an. Aber hier seht ihr der Beweis, dass wir ihn ausgetestet haben. Diese Seite hat noch gefehlt, die war nämlich Schrott. Sehr gut. Jetzt ist sie komplett. So, und jetzt ab in den Pool mit Warte, dir. Warte, die Mitte fehlt noch. Wo ist die? Hella! Oh Gott, sorry. Du bist so beschwert. Ah, das war geil. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Geil. Du bist so fies. Ne? Den ganzen Tag ist sie grumpy. Und dann schubst sie mich in den Pool und lacht mich aus. Oh, mit Socken und allem. Naja, wenigstens hat sie eine Badehose an. Bitte pass auf. Ja, entspann dich. Tom, das macht halt keiner, ne? Doch. Wirklich, letztes Mal hatte ich schon Angst, wahrscheinlich brichst du dir jetzt irgendwie was dabei. Der Pool ist 1 Zentimeter flach und er macht sowas. Hör einfach auf. 3. Niemand will das halt. 2, 1. Oh mein Gott, der Pool ist echt so flach. Letztes Mal ist es gerade so gut gegangen. Deep, I can fly. Du bist so gestört. Ah, herrlich. Nochmal, nochmal. Nein, das reicht, wirklich. So, ich würde sagen, jetzt bist du dran. Nein, wir. Ja. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss echt meine Pflanzen wieder gießen. Ich glaube auch. Oh, Hella. Also, die waren grün, sie sehen als ich richtig die gut habe. Aus. Ich probiere jetzt eine. Aber ich muss ehrlich gesagt die auch mal wieder gießen. Warte. Das ist ja eine ganz neue Taktik. Ja, keine Verschwendung hier von Leitungswasser. Dank Hella habe ich heute auch endlich mal wieder Zeit gefunden zum Duschen. Also das war die perfekte Gelegenheit. Ich dusche ja immer nur 2-mal im Jahr. Einmal an Weihnachten und heute war das 2. Mal. Nein, Spaß, Leute. Aber hier liegt die gute Freundin am Videoschneiden. Fleißig, fleißig. Ich habe auch schon Kopfhörer, weil ich jetzt auch Video schneiden muss. Aber vorher schneide ich noch was anderes. Oh, dieses Wortspiel. Und zwar einen Snack. Und jetzt schaut euch mal unseren Kühlschrank an. Das sieht echt amüsant aus. Alles, was in unserem Kühlschrank ist, ist einfach diese Melone. Weil ich musste den Kühlschrank auftauen, weil da hinten so überall Eis dran war. Der hier war aus Versehen auf 7 gestellt. Ja, und dann ist halt alles da drin vereist. Und dann habe ich den einmal komplett aufgetaut. Und ja, das Einzige, was hier jetzt gerade drin ist, wir haben ja noch einen Kühlschrank nebenan, hinter der Wand sozusagen. Und heute habe ich eine Melone gekauft und die ist in den Kühlschrank gelandet. Aber immer wichtig bei Melonen, in den Kühlschrank legen, dann schmecken sie noch 3-mal besser. 100 Punkte. 3 Sekunden später ist das gute Stück geschnitten und das hier ist immer das beste Stück. Jetzt kriegt die fleißige Hella erstmal was. Hella, möchtest du eine Melone? Hab schon mal bessere Melone gegessen. Also das einzig Gute an der ist, dass sie kalt ist. Ich werde jetzt weiter Video schneiden. Wir sehen uns dann später wieder, wenn wir die Videos fertig haben. Bis gleich. Das Video ist jetzt endlich fertig geschnitten und ich wollte euch mal ganz kurz erzählen, also ich habe es erstmal nicht komplett alleine geschnitten, Hella hat schon ganz viel Vorarbeit geleistet, aber ich wollte euch jetzt mal ganz kurz erklären oder zeigen, erzählen, mit welcher App wir überhaupt die meisten Videos auf Hellas Kanal schneiden und zwar ist das diese App InShot, die ist mega nice, also weiß nicht, irgendwann habe ich die mal gefunden und seitdem benutzen wir die eigentlich immer, kann man sich auch nicht vorstellen, vielen erzählen wir das und die sagen so, what, ihr schneidet die auf dem Handy und wir so, ja. Und ja, man merkt es halt hoffentlich nicht, dass es Handyqualität ist, aber es ist halt einfach easy, weil man es überall auf der Couch, wie ihr es eben gesehen habt, oder im Auto, auf der Fahrt, jederzeit dabei hat und einfach so easy peasy in diese App schneiden könnt. Also wenn ihr mal irgendwas zusammenschneiden wollt, dann kann ich auf jeden Fall InShot empfehlen. Aber wenn man es ganz professionell machen will, dann muss man natürlich am Computer arbeiten. Ich werde jetzt das
Video exportieren. 0%, das dauert jetzt immer. Und danach wird das direkt hochgeladen. Heute ist ja Samstag. Heute Abend kommt dann schon das neue Video auf Hellas Kanal. Morgen aber noch eins. Während das Video hochlädt, bearbeite ich gerade den Thumbnail oder habe den ehrlich gesagt schon bearbeitet. Und ja, Leute, das ist er geworden. Das Video habt ihr vielleicht sogar schon gesehen zu diesem Zeitpunkt. Ich hoffe, es kommt nicht falsch rüber. Hella war natürlich nicht mit Gollum shoppen, aber sie war ja danach noch im Stall und ich habe versucht, das so ein bisschen alles zu verbinden. Im Hintergrund der Löstau-Shop. Hier Hella mit Gollum. Und ja, also ich finde den echt cool geworden eigentlich. Das mache ich übrigens immer mit Canva. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Video erzählt. Das ist auch mega easy. Kann man auch kostenlos nutzen. Nächster Snack. Einfach eine Reiswaffel, die an meiner Lippe klebt. Ich bin mittlerweile hier am Kochen, denn gleich gibt's Abendbrot und heute gibt es mexikanischen Hähnchensalat. Richtig geil einfach. Und heute koche ich irgendwie so richtig clean, sonst bin ich eigentlich so mega unordentlich in der Küche immer. Aber irgendwie macht's mir voll Spaß gerade, richtig ordentlich zu sein. Einfach so, wisst ihr, also so hier habe ich schon alles bereitgestellt, hier liegt schon alles. Oh mein Gott! Irgendwie hier auch ganz ordentlich, Müll direkt in Müll. Irgendwie mag ich das, also es fühlt sich so sauber und rein an, wisst ihr, was ich meine? Vielleicht mache ich das jetzt öfters, aber meistens fehlt einem einfach die Zeit dazu, sich wirklich entspannt hinzusetzen und alles ordentlich zu machen. Und deswegen endet es immer in einem Chaos, aber heute nicht. Wir sind auf der Zielgeraden, Leute, schaut euch das an, es sieht so delicious aus. Das muss jetzt noch hier in die Soße rein. Und jetzt nur noch umrühren und anrichten. Ich habe richtig Bock auf dieses Essen, obwohl ich eben schon so viel Melone gegessen habe und mein Magen schon richtig voll ist. Aber es riecht einfach so richtig nice, mexikanisch. Und zu guter Letzt noch die Avocado. Oder wie die Leute auf TikTok mittlerweile sagen, Avocado. Avocado? Endlich ist mein heutiger Gast erschienen. Er hat Verspätung gehabt. Heute gibt es mexikanischen Hähnchensalat mit Avocado. Avocado? Also sieht nice aus. Geil. Yes. Guten Appetit. Nice, Leute. Nice. Das Kochen hat sich gelohnt. Die Frau des Hauses ist glücklich. Dann sind doch immer alle glücklich. Wir haben fertig mit Essen und es war sehr delicious. Leute, schaut euch das mal bitte an. Wir waren gerade so auf Netflix am Rumscrollen. Ja, was lachst du? Hella so, es gibt neue Folgen von Haus des Geldes. Ich habe mich schon richtig gefreut. Und dann einfach Haus des Geldes Korea? Hä? Ha? Wir haben jetzt gerade so 10 Minuten von der ersten Staffel geguckt oder erste Folge. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Aber keine Ahnung, ich bin gespannt, wie das wird. Aber ich würde sagen, wir beenden diesen Vlog an dieser Stelle, weil wir werden jetzt nur noch Netflix gucken, ein bisschen Video schneiden und dann schlafen gehen. Ich hoffe, es war wenigstens eine kleine Entschädigung für die Vlogs, die ja, wir verloren haben, sage ich mal so. Wir haben uns selber genug darüber geärgert heute. Vergessen wir es einfach lieber. Und dann werden wir in Zukunft neue Vlogs drehen. Dann sehen wir uns am Mittwoch wieder, würde ich sagen. Bis Mittwoch, Leute. Bis dann. Ciao. Tschüss.